Ja, also diese sehr schöne junge Frau, die neben mir sitzt, die dürfen Sie kennen, wenn Sie über 18 sind. Ja? Wenn Sie unter 18 sind, ist die Sache ein bisschen kribbelig. Ja? Das ist nämlich Theresa Orlowski, Deutschlands populärste Hardcore-Darstellerin oder um es mal richtig zu sagen, populärste Pornodarstellerin. Habe ich das richtig gesagt, Theresa? Genau. Ja. Sie haben ein eigenes Mikrofon. Theresa kommt aus Polen, ja? Ja. Wie lange sind Sie denn schon hier, Theresa? Genau 7 Jahre. 7 Jahre. Und Sie waren in Polen aber noch nicht Hardcore-Darstellerin, sondern was ganz anderes, nicht? Nein, also aus Beruf war ich tierärztliche Assistentin. Tierärztliche Assistentin. Und Fleischbeschauerin. Und Fleischbeschauerin. Jetzt lasse ich mich beschauen. Ja, gut, ja. Sie sind dann nach Deutschland gekommen, haben da Ihren Mann kennengelernt, Hans Moser Junior. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Leider nicht. Ja, warum leider nicht? Sie waren aber schon in diesem harten Gewerbe vorher tätig. Ich war bereits 15 Jahre tätig. Und dann haben Sie Theresa kennengelernt, lieben gelernt und dann haben Sie gesagt, also ich habe da schon so einen Laden und so eine Produktion, nur ist es ganz gut, wenn man das auch mit der eigenen Frau macht. Korrekt. Ja, wie hat sie sich denn angestellt so am Anfang? Ich meine... Hervorragend. Gleich von vornherein. Naturtalent. Ja, Theresa, ich kann mir doch vorstellen, da geht es hier nun sehr in die Intimsphäre und da lässt man sich ja als normaler Mensch vielleicht gar nicht so gerne zugucken. Bei Ihnen ist es das Gegenteil, ja? Sie finden, alle Leute sollen auch an dem Spaß haben, was mir Spaß macht. Ja, also mir macht das Spaß und ich finde, warum sollen die anderen Leute das nicht tun, was ihm Spaß macht? Das ist richtig. Sagen Sie mal, ist Ihr Mann denn, wenn er Sie so sieht, und ich habe mir ja Filme von Ihnen angeguckt. Danke. Muss ich ja selbstverständlich sagen, das ohne jegliche Verklemmung, wie Sie merken. Ich habe mir Filme angeguckt. Ist Ihr Mann denn da nicht eifersüchtig? Da geht es ja wirklich richtig manchmal zur Sache, zu zweit, zu dritt, zu viert und so. Ja, er ist eifersüchtig. In der Tat? Er liebt mich, ich sei vorsichtig. Ja, was, wie bekämpfen Sie denn diese Eifersucht? Naja, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ich war als Produzent halt eben... doch nicht beschäftigt bei der Produktion. Also da kam natürlich die Eifersucht stärker zum Tragen. Aha. Aber seit neuem mache ich ja die Kamera. Ah, oh, und ja, cool, da bin ich, und da bin ich richtig beschäftigt. Ja. Das heißt, es kommen also gar keine großen Gedanken auf. Ah, jetzt sagen Sie mal, wie kommt man denn eigentlich an die Darsteller? Also nicht jeder hatte das Glück, da gleich eine Frau mitzubringen, die da so gut im Geschäft ja, ist. Ja, es so ist gut so, hinpasst. Dass wir auf unsere Eigenwerbung in unseren Zeitschriften, wir publizieren ja sehr haben viele Sie Zeitschriften, auch noch? Ja, ja. Unter anderem Foxy Lady, Videostar, Anschriften bekommen, Zuschriften bekommen und ungefähr 20.000 im Jahr. Wobei aber die Qualität leider nicht so gut ist, dass man sagen kann, man hat jetzt ein großes Potenzial. Ich glaube, die landläufige Meinung ist ja, dass die Darstellerinnen oft so aus dem Prostituierten-Milieu kommen. Das aber ist das haben vollkommen Sie mir gesagt, verkehrt. Stimmt gar nicht. Vollkommen verkehrt. Ja, wer ist denn das? Wer macht denn dann sowas? Leute wie du und ich, junge Paare, die einfach... Ja, das ist Tatsache. Die einfach Spaß am Sex haben. Ja. Und überhaupt keinen Stress damit haben. Genauso wie wir. Wir lieben Sex. Ja. Und ich halte es für eine ganz wichtige auch, Sache. Ich auch, aber wissen Sie, so mit Kamera... Aber nächste Darsteller. Ja, aber das sind... Ja, haha. Das sind Leute, die halt eben Ambitionen haben. Ja. Auch eine gewisse Form von Exhibitionismus spielt eine Rolle, logischerweise. Ja. Sonst wären sie auch nicht in diesem Geschäft hier. Ja. Ach so. Und, kann man das natürlich auch sehen. Guck mal. Ja. Und, das ist aber Beifall von der falschen Seite, Freunde, jetzt. Ja? Kann ja noch werden, warum nicht? Ja. Aber eben sehr freie, tolerante Menschen, die halt eben das Glück gehabt haben, in einer Zeit aufzuwachsen, wo man das alles nicht mehr so eng sieht. Sagen Sie mal, kann man denn als Pornodarsteller überhaupt was verdienen? Was verdient denn zum Beispiel ein Darsteller bei Ihnen? Es ist sehr harte Arbeit. Also wer sich vorstellt, dass, dass die Reichtümer zu scheffeln sind, der ist falsch gewickelt. Ja. Wir zahlen zwischen 500 und 1000 Mark Tagesgage am Tag. Dafür muss man aber eine gewaltige Leistung erbringen. Ja. Ich meine, wenn jemand... Starkqualitäten, so wie Theresa Starkqualitäten hat, kann er mit Sicherheit sehr viel Geld verdienen. Theresa, und Ihnen macht das wirklich Freude. Sie spielen das nicht nur, ich meine, als Frau könnte man das noch. Ich bewundere ja solche Männer, die also diese Turnübungen mit einer derartigen Ausdauer machen. Und man kriegt da richtigen Frust manchmal als normaler Mensch. Also Ihnen macht es Freude. Mir macht das Spaß. Ich bin richtig dabei. Und ich möchte sagen, also... das ist auch von einer Frau abhängig, wie die Männer überhaupt das alles abläuft. Ja, das sagt man ja im Allgemeinen, ja, das ist richtig. Ja, 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 ja. Habe ich schon längst festgestellt. Ja, ja, ja. Also, ich habe immer Spaß dabei und
das ist alles echt und gar nicht gespielt. Also ich kriege wirklich, wenn ich sagen darf, immer Orgasmus und ich finde das ganz gesund. Aha. Und ja, wäre ich sehr traurig, wenn ich so weit kommt. Also wenn wir müssen abbrechen und jetzt Schluss ist nichts mehr da. Na bitte, was soll man da sagen? Übrigens, Herr Moser, Sie sind jetzt auch ins Musikvideogeschäft eingestiegen, habe ich gehört. Ja. Und jetzt haben wir ja ein Musikvideo da, benannt nach dem berühmten Erfolg von Theresa Orlowski, Foxy Lady. Da gibt es ja schon wie viele Folgen davon, von der Foxy Lady? Wir haben jetzt gerade 7 Nummer und arbeiten wir jetzt auf der 8. Aber das hier ist das erste Musikvideo, Hauptdarstellerin Theresa Orlowski und heißt Fire Inside. A woman in red, the picture is hot when she catches his eye. Es ist ja jugendfrei, Herr Moser, nicht? Was soll ich denn davon halten? Nicht? Warum denn nicht? Mal Zuschauern habe ich gedacht, jetzt geht's da richtig zur Sache. Enttäuscht. Aber vielleicht gehen wir jetzt wirklich richtig zur Sache. Dieser Mann, der uns richtig staunend zugehört hat, mit einem wirklich lieben Lächeln, und das sage ich ganz ehrlich, weil ich ihn lange genug kenne und ich hätte auch gar keinen anderen eingeladen, ist Pfarrer Pfeiffer, den ich herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Pfarrer Pfeiffer. Herr Pfarrer Pfeiffer, fühlen Sie sich eigentlich ein bisschen komisch in dieser Runde? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es sind ja normale und nette Menschen um mich herum. Ja, finde ich auch. Man muss ja sagen, die katholische Kirche, wenn ich das so sagen darf, hat ja eigentlich ein bisschen immer so ein verklemmtes Verhältnis zur Sexualität. Ja, wir haben da noch einige Reparaturarbeiten zu leisten. Ja. Und ich bin da der Meinung, da sollten wir vielleicht mal zunächst eine saubere Abgrenzung machen zwischen Nackt und Porno. Ja. Nach der Bibel ist ja der Mensch das Ebenbild Gottes und Gott hat den Menschen nicht nur als Geist, sondern als eine Einheit von Geist und Leib geschaffen, und zwar einen nackten Leib. Die Ebenbildlichkeit besteht sicher nicht in den Kleidern, sondern das, was drunter ist. Ja. Und diese Ebenbildlichkeit, nicht wahr, die ist etwas Positives. Der nackte Leib ist gut und Gott gewollt, und dieses Verhältnis zum nackten Leib, das müssen wir einfach ungebrochen wieder aufbauen. Mein Problem ist der Begriff Porno, wenn nämlich auf einmal nur der Mensch oder zum Objekt wird. Das heißt, wenn Brüste und das Glied, wenn das auf einmal auswechselbar ist und die persönlichen Beziehungen, die Zuneigungen, das, was man mit dem Wort Eros bezeichnet, wenn die auf einmal zurückgehen, wenn die auf einmal verkümmern. Mhm. Und da meine ich, müsste es wieder so kommen, wie es die Bibel ursprünglich gemeint hat, dass nämlich der Körper Ausdruck des Herzens ist und dass auch die Geschlechtlichkeit ein Ausdruck des gesamten Menschen ist und nicht ein isolierter Teil, der im Grunde genommen immer auswechselbar ist. Und da an dieser Stelle, nicht wahr, ist also das Problem des Pornografischen anzusiedeln. Aber glauben Sie nicht, Pfarrer Pfeiffer, dass die Kirche so in etwa auch ein bisschen Schuld dran einfach hat, die Leute eben verklemmt, wird nicht darüber geredet und so weiter. Ich meine, für Theresa ist es vielleicht gut so, sonst wären die arbeitslos, sonst wären vielleicht solche Filme gar nicht nötig, nicht? Muss ich zur Kirche kommen, um Hilfe bitten? Also ich möchte hier nur unterscheiden, diesmal also zwischen der biblischen Grundlage und bestimmten kirchlichen Entwicklungen. Ja. Wenn Sie zum Beispiel im Alten Testament das Hohe Lied der Liebe lesen, dann werden Sie feststellen, dort hat ein praller, lebens- und liebeshungriger und durstiger Mensch geschrieben und hat den ganzen Menschen genommen. Und da ist kein Teil schlecht, auch die von Gott geschaffenen geschlechtlichen Teile. Und wir müssen einfach zu den biblischen Quellen wieder zurück. Und dann entsteht eine unverkrampfte, positive
und auch freudige Bejahung des Leibes, denn da liegt ja genau der springende Punkt, ja, dass wir das Evangelium manchmal statt zur Frohbotschaft zur Drohbotschaft gemacht haben. Und das muss unbedingt da rein. Ich glaube, dem sollte man jetzt im Moment gar nichts mehr hinzufügen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es gibt ja Sportler, da sagt man Hals- und Beinbruch. Was sagt man in Ihrer Branche, Herr Moser? Das sage ich nicht. Das sagen Sie nicht. Gut, bedanke mich sehr, Theresa Orlowski. War schön, dass Sie heute Abend bei uns waren. Vielen Dank, Herr Moser. Und vielen Dank an Sie, Herr Pfarrer Pfeiffer. Hat uns Spaß gemacht, dass Sie da waren.